Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Und jetzt ist gerade wieder natürlich dunkel, klar. Nee, aber wir haben ja schon einiges erreicht und haben den Hof auch vergrößert schon. Jetzt können wir noch mehrere Sachen bauen. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas ist, was wir eventuell nochmal für später nochmal bauen könnten, was wir brauchen. Eisenerzlager haben wir schon gebaut. Ofen haben wir, Amboss, Holzstapel, Sägeburg, Bergbank, Steinvorrat, Steinschneider. Steinschneider haben wir doch auch, oder? Steinschneider, guck mal. Können wir natürlich auch was Cooles ausmachen, ne? Kann aus Eisenerz in Bergen gewonnen werden. Na. Ein Stein, Steinreparaturwerkzeug, dazu fehlt uns natürlich noch irgendwas anderes. Und Grabsteine können wir bauen. So, einen Grabstein müssen wir auf jeden Fall machen. Oh, rumgehen. Denn uns fehlt ein Grabstein. So. Den haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen kurz auf unsere Quests gucken. Denn es gibt auf jeden Fall hoch bei NPCs. Wir müssen mal gucken, weil irgendwann müssen wir noch jemanden mal zu einer bestimmten Uhrzeit treffen. Also wir können Oderik, den Händler, könnten wir jetzt treffen. Das machen wir auch. Und zwar finden wir ihn, ja, wo unser Händler ist. Halt bei seiner Händlerstelle. Da gehen wir mal hin. Von denen können wir nämlich theoretisch einen Stempel bekommen. Damit wir unser Fleisch auch endlich mal verkaufen können. So viele Leichen, wie wir bekommen, macht es schon Sinn, wenn wir, wenn wir das Fleisch auch irgendwann verkaufen wollen. Ne? Und Hotdogs machen. So. Na lauf, komm schon. Ein bisschen langsam, das ist der gute Mann. Wir müssen auch kurz auf die Karte gucken gleich. Huch. Zack. Und zwar, da sind wir. Hier muss irgendwo, der Händler muss da unten sitzen. Okay. Ja, gut, wenn wir schon beim Händler sind, können wir nochmal laufen, gleich nochmal zu dem Heiligen, zu dem Inquisitor. Aber das ist, das ist die falsche Uhrzeit. Aber den werden wir schon noch finden. So. Da ist der Händler. Oder ist er das nicht? Schauen wir mal nach. Kaufmann, da. Oh, hey. Hallo, Dorfbewohner. Hey. Jetzt bist du wahrscheinlich betrunken. Ja, du etwas selber. Das habe ich tolle Sachen für dich. Seltene Sachen. Tut mir leid, aber ich kaufe dir dein Hickzeug nicht ab, es sei denn, es ist viel wert. Ich glaube, dass du nicht sowas hast. Ich bin neu hier, alle denken, ich wäre hier der Friedhofswärter. Aber ich komme aus einer anderen Welt und ich muss dorthin zurückkehren. Das verstehe ich nur zu gut, das ist auch nicht meine Welt. Oh, Gott sei Dank. Meine Welt ist viel prächtiger, die Paläste der Stadt. Aber ich bin leider nicht adelig, also muss ich meine Münzen hier in diesen Zwiebelkartoffelhölle verdienen. Erschrecke ihn, um seinen Schluck aufzuheilen. Huh! Du bist bekloppt, was soll der Mist? Ich wollte dir nur mit deinem Schluck aufhelfen. Wie blöd von dir, ich brauche nur ein wenig Zeit. Das Haiflossensteak heute Morgen war einfach deliziös, aber mit goldenen frittierten Schmetterlingsflügeln hat sich der Koch selbst übertroffen. Sieht so aus, als wärst du nach meinem hinterhältigen Angriff wieder in Ordnung. Ja, scheint so. Reden wir über den Garten. Ah, okay. Achso. Oderik hat mir erlaubt, den Garten bei der Kirche zu finden. Ich muss mit dir über die Einzelheiten dieser Abmachung sprechen. Oh, den hatte ich ganz vergessen. Ist mir eh nur ein Klotz am Bein. War damals halt billig. Aber das war vor vielen Jahren und mit der ganzen Inflation und dem guten Boden, es ist jetzt ein hochwertiges Grundstück. Spacken. Mal sehen, wie wäre es mit 10 Goldstücken? Das ist definitiv zu viel. Oh, das ist mir zu viel. Okay, okay, wie wäre es denn mit 5? Zu viel. Ich habe nicht so viel Geld bei mir. Können wir uns auf einen Tausch einigen? Ah, verstehe. Du bist ein armer Kerl, der sich mit dem Anbau von Getreide ein wenig Geld verdienen möchte. Wir können uns über deine Pracht unterhalten, aber zeig erstmal, ob du auch als Bauer taugst. Mach mein Geschäft. Du lieferst einen Haufen Karotten, Kohl und Rüben. Und dann bist du ein ernstzunehmender Handelspartner für mich und wir treffen eine langfristige Abmachung, von der wir beide profitieren können. In Ordnung? Abgemacht. Sobald ich meine erste Ernte einfache, bringe ich sie dir. Cool. Trotzdem, eine kleine Sache noch. Wenn du kurz Zeit hättest, eine kleine Bitte. Was kann ich für dich tun? Mein Freund, ich liebe gutes Essen. Aber seit kurzem habe ich Magenprobleme. Nach einer guten Mahlzeit bekomme ich einen Schluckauf. Das macht mich wahnsinnig. Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass Schluckaufgras helfen kann. Ich glaube, das gibt es im Sumpf. Ich werde dir jetzt sagen, wenn du mir was bringen könntest. Klar. Das mache ich, Schluckaufgras. Das finden wir schon. So, wollen wir handeln? Was hast du denn da so? Goldschmuckverzierung. Silberbaum, was ist das hier? Traubenkern nicht beendet. Königlicher Fisch. Nimm mal mit. So, mehr kann ich auch nicht holen von ihm. Schade eigentlich. Gut, warte mal ganz kurz, auf die Quest gucken. So, dem Händler haben wir doch jetzt
gute Dienste. Also, finde einen Stempel und verkaufe direkt. Wird von. Scheiße, wo kriegen wir diesen scheiß Stempel jetzt her? Was wollte denn, wo ist denn der Kauf von da? Gib ihm 12 Karotten, 12 Kohle und 12 Rüben zum Testen. Bring dem Händler Schluck auf Gras. Blöd. Na gut, wir gehen nochmal in die Taverne rein. Wir haben auf jeden Fall noch hier so ein paar Dinger, die wir abgeben können. Halt, geh was im Weg. So, Bestandsurkunde verkaufen. Was hat er noch so da? Wein hat er immer noch nicht, ne? Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen was, was wir sehen können. Okay. Da, da sieht er nochmal ein Angebot. Das sind nur Gerichte, ne? Okay. Wohl. Warte mal, ne, die sind zu teuer. Gut, müssen wir nochmal gucken, ob wir irgendwo, es muss ja hier so einen Händler geben, der uns auch so ein paar Sachen verkaufen kann. Gerade jemand, der sowas hier hat, oder? Auf die Karte gucken. Und da ist ein Händler. Da ist ein Schmied. Da drüben ist eine Weizenfarm. Vielleicht sollte man da mal nachfragen. Gehen wir hier mal links. Es könnte gut sein, dass der was hat. Für uns. Das war der Honig-Heini, ne? Ah, ist der Honig-Heini, okay. Der Honig-Heini kann uns jetzt nicht so gut helfen. Obwohl. Da können wir doch hier unten längs gehen, bestimmt, ne? Warte mal. Wir gehen mal hier hoch. Oh, da kommt meine nächste Leiche. Ah, Mann! Scheiße, Mann, gibt's echt nur diesen Weg hier hoch? Anders gibt's nicht. Beschissen. Muss nur rumlaufen. Das ist Kacke. Wenn hier nicht einfach so die Ernte klauen kann, das wäre viel praktischer. Kurz hier runter. Da, vielleicht können die uns irgendwas geben. Ich muss meine Arbeit erlegen oder mein Vater wird furchtbar böse. Furchtbar böse wird er. Handeln. Ah. So, hier. Kohlsamen, Karottensamen, Weizensamen, Mehl. Rübensamen. Okay, kaufen wir mal. Viel zu wenig, okay. Kaufst du ein bisschen Holz ab. Reicht trotzdem nicht, ne? Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, pass auf, dann machen wir es anders. Brauchen wir von allen nur eine Sache? Dann passt es doch. Doch da zwei Silber. Warte mal. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe minus 39. Also wir wollen das ja kaufen hier. Und das kostet Gesamtpreis. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich es. Das kann ich nicht akzeptieren. Warum denn nicht?
Hä? Verstehe ich nicht. Das ist minus 39, aber ich habe doch hier Silber. Doch Kohle da. Oder bin ich verkehrt? Ach so, ich... Ah, okay, jetzt check ich's. Okay, ja, klar. Ich habe ja nur 9 von den Dingern. Ich dachte, das wird irgendwie umgewandelt, dass ein Silber 100 Nickel sind. Aber das ist es gar nicht so. Das ist ja scheiße. Komisch. Na gut, ist ja egal. Wir haben das jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal das sehen bei uns zu Hause. In unserem kleinen, feinen Ort. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir, was uns blüht. Ein bisschen, wir müssen die Leiche auch nochmal auseinandernehmen da. Und müssen wir begraben, damit wir noch ein bisschen Kohle bekommen. War doch immer noch eine andere Leiche, die so rumlag, oder? In so einem Grab. Das ist nicht mehr. Ich meine ja, die können wir auf jeden Fall exhumieren, denn die Erlaubnis haben wir. Aber das machen wir einfach mal. Wenn wir die mich mitnehmen, dann können wir die bei uns vergraben und dann kriegen wir wieder Kohle dafür, ne? Ja, alles. Muss auch mal das Nützliche sehen. Oder war hier nicht immer noch ein Grab? War nicht hier irgend so ein Grab? Vielleicht auch nicht. Bin ich auch geehrt. Da. Achso, machen wir weiter. So, noch raus. So, den nehmen wir mit. Und bringen ihn zu uns. Was Unchristliches hier. Den begraben wir bei uns. Da kriegen wir jedenfalls richtig Kohle für noch. Ist auch nötig. Man hat auch Angst, dass der nachher hier, keine Ahnung, stirbt. Nicht stirbt hier, wie nennt sich das? Nicht in den Himmel kommt, weil er da unchristlich begraben wurde. Wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehmen wir mit. Das wollte ich, glaube ich, noch schnell machen. Auch schon die nächste Leiche rum, glaube ich. Du scheinst ja ganz gut klar zu kommen. Ja, ich habe gerade die Kirche geöffnet. Also gehört dir jetzt alles, ja? Ja, ich glaube. Ich gratuliere, du hast echt Glück, dieses ganze Kapitel zu bekommen. Dein eigener Boss zu sein. Du bist ja ein Kapitalist. In dieser Welt bekommt ein hart arbeitender Esel wie ich einfach keinen Huf auf dem Boden. Selbst du profitierst jetzt von meinem billigen Arbeit. Ich kann dich nicht mehr als Genossen bezeichnen. Das kann ich nicht tolerieren. Hier hast du ein Geschenk von mir. Oh, schön die Scheiße dahingelegt. Danke. So, warte mal. Was soll das hier machen? Ah, komm schon. Wieder rein. Achso, warte, kann ich hier reinlegen was, ne? Ach, guck mal, Grabstein haben wir doch dabei. Eine schöne Holzumrahmung noch von mir. So gut zu euch Toten, echt. Ja. Schaut besser aus. Karottensamen. Ah, cool. Nein.
Ja. Na gut, wir müssen gleich weiter produzieren, wir haben nicht mehr so viel Energie. Macht ja aber nichts. Wir noch mal ein bisschen schlafen. Und dann werden wir gleich am nächsten Tag hier mal schön die Samen reinpacken. So. Ja, wunderbar. Es läuft. Oh, mal gucken. Also wir können hier. Ich brauche eins von vier, um das zu pflanzen zu können. Das ist ja scheiße. Okay. Guck mal. Machen wir gleich hier. Okay, von einer muss ich was kaufen noch. Okay, brauchen die anderen Samen, brauchen wir alle noch. Kann man nichts machen. Okay, das heißt, wir haben. Was ist hier denn drin noch? Okay, ein Stück Holz. Das heißt, wir haben die Samen da gelegt. Wir müssen noch mehr Samen kaufen, das ist das Problem. Das machen wir gleich. Was haben wir denn noch hier so drin? So, was macht er denn da? Hä? Ja, beschissen, okay. Okay, Bestandsurkunde. Oder raus. Reinpacken. Scheiße, warte mal. So, ist mir das raus. Wir haben schon Platz. So. Ein paar Samen noch kaufen von dem Heini. Wie Kohle haben wir jetzt? Zwei Silber haben wir. Und eine Bestandsurkunde, die können wir verkaufen. Da kriegen wir auch wieder was. Okay, Bären. Na. Wir laufen nochmal zum Dorf. Da müssen wir ja noch, müssen ja eigentlich noch ein bisschen Kohle bekommen. Sonst können wir ja gar nichts machen hier. Auch sehr ätzend wäre, oder? Hier haben wir noch einen Baum um. Ja, noch einen Baum. Gibt auf jeden Fall mal einen grünen Punkt da oben. Und die blauen Punkte bekommen wir erst durch den Glauben später. Mal sehen. Also, wir müssen das verkaufen. Wir müssen auch kurz ins Dorf rein zu dem Bestattungshai, beziehungsweise zu dem Wirt. Der Wirt wird uns helfen. Hoffe ich zumindest. Gut. Den haben wir verkauft.
Wir hätten ja noch eine Leiche liegen für immer rein. Das ist natürlich dumm, hätten wir natürlich gleich mitnehmen können. Hm. Müssen wir wohl beim nächsten Mal machen. Das ist im Honigheilig ja nicht normal, da kommen wir nicht raus. Gut, dann müssen wir das beim nächsten Mal machen. Dann werden wir jetzt noch mal kurz nach Hause eiern. Es ist gerade dunkel und ich glaube, ich krieg da nichts mehr hier. Warten, bis es Tag wird. Aber das kriegen wir hin. Joa. So. Ein schönes Holz mit hier. Auf dem Weg nach Hause können wir gleich zu Hause uns reinwerfen. Oder? Joa. Dann mal gucken, wo der Sumpf ist. Dann können wir sonst mal kurz den Sumpf marschieren und vielleicht da dieses Gras finden für den Schluckauf-Heini. Mal kurz gucken, oder? Die Frage, wo der Sumpf ist, ne? Kann ja überall sein. Ja, den werden wir noch finden. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und ja, haben schon wieder einen erfolgreichen Arbeitstag hinter uns. Wünsche euch eine geruhsame Nacht. Denn unser Held geht auch schlafen. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.